Hallo und willkommen zu meinem Kanal Wolfgangs Welt. In diesem Video zeige ich dir, was die Gouda Powerbank von Amazon so kann. Und es geht auch gleich los. Die Gouda Powerbank gehört mit ihren 30.000 mAh zu den großen Powerbanks. Sie besitzt vier Solarpanel statt einem, wie man das so kennt von so einer Solarpowerbank. Und hat eine relativ große Kapazität. Zum Lieferumfang gehört zusätzlich ein USB-C auf USB-3 Kabel und ein kleiner Karabinerhaken und so ein Schlüsselring. Damit kann man das Gerät vielleicht beim Wandern an den Rucksack hängen und tagsüber ein bisschen aufladen. Durch die vier Solarpanel gibt es aber auch wohl die Möglichkeit, wenn ich da nur ein Gerät dranhänge und man höre und staune, diese Powerbank kann bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Dass ich quasi, wenn ich das Gerät in der Sonne liegen habe und nur ein Handy dran anschließe, sollte der Akku eigentlich nicht wirklich angekratzt werden dadurch. Ja, dann befindet sich auf der einen Seite dieser Powerbank auch noch eine kleine Taschenlampe, so eine LED-Lampe. Ich habe nicht ausprobiert, wie lange die funktioniert, aber das muss eine geraume Zeit sein. Und auf der anderen Seite befindet sich so ein kleiner Kompass. Ich würde das als Spielerei bezeichnen, aber meine Güte, es ist nun mal dran. Ich werde ihn jetzt nicht mit dem Hammer rausklopfen. So, ja, genau. Ansonsten muss ich sagen, hat sie noch die Möglichkeit, ein modernes Handy auch über Induktion zu laden. Das heißt, man legt das Handy einfach drauf und braucht gar kein Kabel. Wer das Laptop mitschleppt in den Wald, kann auch das dranhängen oder ein Tablet oder sowas. Also alles kein Problem. Und der Praxistest wird am Ende zeigen, ob sie hält, was sie verspricht. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir einen Daumen hoch da lässt. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, was meine Videos angeht, mach dir eine Erinnerungsglocke an und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.